Hallo werte Zuschauer und Zuschauerinnen, hier zu Let's Play World of Tanks und heute seht ihr einen der Premium-Panzer, der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, und zwar der IS-2, gespielt hier von Froschauge, und auf der Karte Karelien hat er sehr viel Glück gehabt, weil Top-Tier zu sein im 7er IS-2 macht echt viel Spaß und da gibt es definitiv Schlimmeres, das kann man ganz klar so attestieren und auch sagen. Wie gesagt, IS-2 baugleich mit seinem Nicht-Premium-Vetter. Also ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht wirklich, wo da die Änderung sein soll. Und für alle, die den IS schon gut fanden bei den Russen und jetzt hier praktisch sein, ja, nicht unbedingt, wie soll ich es sagen, Nationen-Vetter kann ich es vielleicht nennen, weil es ist ja sonst der gleiche Panzer. Muss man aber sagen, ist dieser wirklich, wirklich toll. Also jeder, der den IS mag, den kann ich dem IS-2 nur ans Herz legen. Und jetzt schauen wir doch mal, wie er hier fährt. Ja, oben auf dem Hügel ist schon der erste Cromwell. Den wird er sich jetzt wahrscheinlich schnappen. Oh, und da auch noch der nächste Cromwell. Zwei Stück gleich. Auto-Aim und volle Kanne rein. Da sieht man natürlich, dass die Cromwells selber einfach alle sehr zackig sind. Und dementsprechend natürlich schnell den Hügel erobern konnten. Es sind auch alle aus einem Clan und alle zusammen im Zug. Hier mit Auto-Aim den ersten gegeben. Der erste Cromwell geht jetzt schon wieder sich verdünnisieren. Die anderen beiden ziehen sich da jetzt ins Eck zurück. Ja, jetzt, gut, jetzt machen sie es so, dass sie ihn flankieren. Genau, wenn er in die eine Richtung guckt. Dann nehmen die anderen zwei ihn aufs Horn. Aber jetzt zweimal konnten sie den dritten auch noch. Aber jetzt ist er so ausgerichtet, dass er mit dem nächsten Schuss sogar schon den One-Hit machen könnte, eventuell. Ja, das machen sie clever, die drei Jungs. Dass sie da dementsprechend flankieren, sobald einer rausguckt. Aber jetzt kriegt er Unterstützung und dementsprechend muss jetzt der Gegner da diese Taktik so ein bisschen aufgeben. Merken sie auch selbst. Jetzt fahren die zwei schweren Brocken hier auf die Cromwells zu und die dürfen jetzt wenig Chancen haben. Und ja, weg mit dem. Cromwells schießen sehr schnell, also dem T29 dann noch ein bisschen was abgezogen. Ah, der ihn rausgenommen, aber er hat den Cromwell dann final vernichtet. T29 hier ein bisschen vielleicht zu aggressiv schon. Oh, der war ein schöner Hit. Da hat er den T34-1 gut ausgeguckt. Hat sich hier nicht so auf den Cromwell da oben fixiert, der da hier bei ihm auf dem Plateau ist, sondern dachte sich, naja gut, da unten gibt es ja auch noch ein paar schöne Gegner. Und hat dann eben diesen genommen. Fein, fein. Da ist jetzt der nächste T-43. Auto-Aim. Wow, Munitionslagertreffer. Wobei, da hätte ich jetzt wiederum keinen, also auch Munitionslagertreffer, alles schön und gut. Ich hätte jetzt kein Auto-Aim genutzt, muss ich gestehen, weil der... Er spielt sehr viel mit Auto-Aim, muss man sagen. Gut, hier kann man es jetzt mal schön machen, schnell Auto-Aim schießen und dann wieder zurückziehen. Und, naja, gerade so ein UI mit HE, der tut dann schon ganz schön weh. Das ist die Frage, da jetzt drauf fahren und warten oder vielleicht sogar versuchen zu flankieren und hinterhalb rüber zu kommen, also praktisch hier dann diese Route zu nehmen und dann... Natürlich hat man dann das Problem, dass man von hier oben beschossen werden kann, weil das Team hier selber nicht wirklich aufdeckt. Also hier oben hat der Gegner jetzt einen Vorteil, deswegen wäre das eine sehr, ja, riskante Route. Deswegen vielleicht doch lieber warten, bis hier sein Team kommt und dann dementsprechend mit vereinten Kräften da auf den Gegner drauf fahren. Da der VK. Ah, nicht getroffen leider. Ist halt der Nachteil am IS, dass der natürlich eine Zeit lang braucht, um einzuämmen. So, jetzt kriegt er nochmal die Möglichkeit. Jetzt dürfte das auch klappen. Ja, jetzt kommt er da gut drauf. Und die Schellen sind halt einfach schon sehr ordentlich, die der IS so austeilt. Für den 7er muss man schon sagen, macht der viel Fun. Und ihr werdet auch am Ende sehen, das Credit-Einkommen ist auch sehr ordentlich. Oh, Auto-Aim und ja... Da war der VK sehr optimistisch, um es noch nett auszudrücken.
Und jetzt hier vielleicht nochmal den T29. Ne, der ging drüber. Da muss er jetzt natürlich, wie gesagt, der hat nicht mehr so viel HP. Er muss. Ja, Gott sei Dank. Hier auf. Nein, Kommandant Kuppel, mach halt Kommandanten. Ja, genau. Na, siehst du. Warum nicht? Warum hörst du nicht gleich auf mich? So, UI und so. Ich glaube, die haben jetzt geschossen, aber auch ein Tiger 1 darf man nicht unterschätzen. Ja. Sehr schöner Hit. Sie machen es jetzt sehr schön. Mittlerweile auch seinen Krieger klar gemacht. Sein Zugkollege, der Jagdpanther, der geht jetzt zum D-Captain. Nee, der war zu weit oben. Der ging dann schon eher auf den Turm als auf die Wanne, wo er hätte hinschießen können sollen. Ja, der war besser. Jetzt sind sie hier noch zu dritt. Der T-150. Nee, oh gut. Okay, der T-150 ist weg. Der Tiger 1. Und er hier. Und jetzt hat er natürlich ein Problem, weil die Jungs sind hier sehr, sehr frisch von den HP. Und er nicht mehr wirklich. Jetzt wartet er hier und schaut, dass er vielleicht da noch was mitnehmen kann. Da ist schon der Erste. Ne, der wollte nur mal den Spotter machen und fahrt jetzt wieder zurück. Hat auch am wenigsten HP, der UI. Na, der schieß schnell. Nein, da hat er zum falschen Zeitpunkt weggeguckt. Weil der Tiger, der da hinterhalb kommt, sehr schön macht den Kill. Ist nämlich auch nicht von den HP nicht mehr so stark dabei. Oh, der war ein guter, glücklicher Treffer. Direkt auf die Schnittstelle zwischen Turm und Wanne getroffen. Oben, ja, genau. Ja. So, und jetzt macht es der Gegner richtig schlecht. Weil hier hätten die Jungs einfach nur drauf fahren müssen. Sie hatten so viel HP, lassen sich jetzt den HP-Vorteil extrem nehmen mit ihrem schlechten Stellungsspiel. Beides, sowohl der Tiger als auch er hier mit seinem IS, sind beides One-Shots. Und jetzt sind die beiden hier dezimiert und jetzt hat der Jagdpanther auch noch Zeit, in der Mitte durchzupreschen und wahrscheinlich dann denen in den Rücken zu fallen. Also hier hat sich das Spiel jetzt für den Gegner erledigt in der Passivität des T29 und des Tiger. Ich habe Tiger 3 gesagt, weil der schon 3 Kills gemacht hat. Wie viel hat denn der Jagdpanther noch? Ah, der hat auch noch. Der hält auf jeden Fall noch einen aus. Der dürfte jetzt auch dann gleich was spotten. So, jetzt fahren sie hier weiter, weil der Jagdpanther eben gleich rumkommt. Oh, da hat er einen Premium-Hit bekommen vom Tiger. Der klappt wieder diesmal jetzt. Versteckt er sich so ein bisschen. Winkelt hier an. Und jetzt kommt der Jagdpanther gleich rum. Und jetzt dürft er ihn vorne genau den weg. Und der Jagdpanther macht ihn zeitgleich raus. Ja, damit ist das Replay hier mit 5231 Schaden zu Ende gegangen. 7 Kills und im Zug zusammen 9 Stück. Also die Waffenbrüder mehr als locker geschafft. Und ich glaube, man hat mal wieder gesehen, warum ich den IS-2 damals so viel und so gern gespielt habe. Ich hoffe, ich konnte euch hier vielleicht eine kleine Kaufempfehlung zukünftig, wenn er mal wieder da ist, für ihn geben. Bis zum nächsten Mal, euer Ikaramba.